Netzwerkbüro. Frauen und Mädchen mit Behinderung. Chronische Erkrankung Nordrhein-Westfalen. Infobrief 04/2020. Eine Weihnachtskugel, eine rote Weihnachtskugel, darauf steht zum Jahresende. Darunter ein Bild, ein Tisch mit roter, leuchtend roter Tischdecke, drei Kerzen, geformt wie ein Tannenbaum, stehen aufrecht in drei verschiedenen Grüntönen. Dahinter vier Keksdosen, gefüllt mit leckeren Keksen wie von Mutter gebacken. Es sieht so verlockend aus, es sieht so süß aus. Man möchte direkt einen Keks nehmen und hineinbeißen. Liebe Netzwerkfrauen, gerade wurde angekündigt, wir sind wieder im Lockdown wegen Corona. Darum schreiben wir euch zum Jahresende einen letzten Infobrief. Vom strengen Lockdown werden manche von uns besonders betroffen sein. Wir sind in Gedanken bei euch und hoffen, dass ihr alle gut ins neue Jahr kommt. Wir freuen uns darauf, viele von euch im Jahr 2021 wiederzusehen. Ein Foto Claudia Seipelt-Holtmann, ein zweites Foto Gertrud Servus, Netzwerksprecherin. Infobrief zum Jahresende 2020. 2020, ein kurzer Rückblick. Das habt ihr, das haben wir im Netzwerk gemacht. Anfang des Jahres haben wir bei Veranstaltungen zum Thema Gewalt mitgemacht. Beim Vernetzungstreffen der Frauenberatungsstellen und beim Tanzprotest gegen Gewalt, One Billion Rising. Dann kam schon Corona. Wir mussten deshalb alle Pläne für Veranstaltungen stoppen. Seit März haben wir deshalb in der Netzwerkzeit mit vielen Frauen gesprochen. Viele Frauen haben wir besser kennengelernt. Auch einige Videos sind so mit euch zusammen entstanden. Mit den Videos haben wir uns im Mai an Online-Protesten und Aktionen beteiligt. Durch die Netzwerkzeit wurden wir wieder einmal auf ein altes Thema gestoßen: die frauenärztliche Versorgung. Denn noch immer finden viele Frauen mit Behinderung keine barrierefreie Frauenarztpraxis. Sie werden deshalb nicht regelmäßig untersucht. Das muss sich ändern. Beim Netzwerkarbeitstreffen im Juli ging es um eure Erfahrung mit der Werkstatt und über die Suche nach Alternativen. Dabei wurde klar, sehr viele Frauen haben mit Entmutigungen zu kämpfen. Denn viele von uns hören immer wieder diesen Satz: Das kannst du ja doch nicht. Wir sagen es allen: Solche Sätze wollen wir nicht mehr hören oder lesen. Darunter ist ein Foto vom Netzwerktreffen. Da sind 8 Frauen, die wir sehen können, alles Netzwerkfrauen und Frauen vom Netzwerkbüro. Auf das Foto leuchtet eine Weihnachtskugel, darauf steht Frohes Fest. Infobrief zum Jahresende 2020, Seite 3. Sicher, stark und selbstbestimmt. Sisters. Den für August geplanten Fachtag
haben wir ab Ende November nachgeholt. Als digitale Sisters-Tage. Stark durch Vernetzung. Wir haben in Zoom-Veranstaltungen gesprochen mit Frauenbeauftragten aus Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Frauen aus Beratungsstellen, Gleichstellungsstellen, Frauen aus dem Netzwerk und vielen mehr. Das war anstrengend, aber sehr schön. Außerdem haben wir für euch Filme gemacht und viele Materialien erstellt. All das findet ihr auf dieser neuen Website www.frauen-vernetzen.nrw. Ihr findet da auch einen QR-Code. Die Website hat wenig Barrieren. So können Frauen in aller Welt und in aller Ruhe damit arbeiten. Auch noch im Jahr 2021. Ihr seht einen Computer und darauf, auf dem Desktop, ist das Bild stark durch Vernetzung, das Bild der Homepage. Und dann ein Smartphone, Erklärvideos über Frauenbeauftragte und Vernetzung. Und wieder leuchtet eine Weihnachtskugel. Frohes Fest! Infobrief zum Jahresende 2020, Seite 4. Anhörung im Landtag. Ein Höhepunkt des Jahres war am 3.12. die Anhörung im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat die Netzwerksprecherinnen eingeladen. Sie haben Stellungnahmen abgegeben zum Teilhabebericht NRW. Unsere Stellungnahme könnt ihr hier nachlesen. https://bit.ly/3-q-u-xi-y. Nochmal: Klein Heinrich Theodor Theodor Paula Siegfried. Doppelpunkt / klein Bertha Ida Theodor Punkt Ludwig Y auch beides klein / 3 kleines Q großes U wie Ulrich klein Ida X Ida großes Y. Rechts daneben sehen wir ein Foto. Gertrud und Claudia im Landtag. Dahinter sitzt Monika. Alle Sitze sind mit Plexiglasscheiben abgeschirmt. Und vor ihnen steht ihr Namensschild. Im kommenden Jahr überlegen wir gemeinsam, wie die Probleme abgebaut werden können. Auch mit den PolitikerInnen in NRW. Es soll nämlich einen neuen Landesaktionsplan geben. Zugleich betonen wir, wir haben keine Zeit. Denn viele Probleme kennen wir ja schon lange. Dass Frauen mit Behinderung die geringsten Gehälter und Stundenlöhne erhalten und dass sie ein großes Risiko haben, Gewalt und Armut zu erleben. PolitikerInnen müssen endlich etwas dagegen tun. Rosa abgesetzt, danke an euch Netzwerkfrauen.
Sprecherin und Netzwerkbüro haben in diesem Jahr viel Unterstützung aus dem Netzwerk bekommen. Die können wir auch in 2021 brauchen. Ihr habt zum Beispiel Briefe und Karten an uns geschrieben, mit Informationen oder mit herzlichen Grüßen. Beides freut uns sehr. Uns bei der Vertretung in Gremien begleitet und unterstützt. Auch das war eine große Hilfe. Uns auf Probleme aufmerksam gemacht und auf gute Ideen. Videos gefilmt oder geschnitten. Euch filmen lassen, fotografieren lassen. Unsere Posts und Beiträge gelesen. Likes dagelassen und geteilt. Bei der Postkartenaktion mitgemacht. Gespräche mit der Politik vor Ort geführt oder euch selbst politisch engagiert. Eine Kugel hängt herunter, vielen Dank, und zwei Herzchen greifen ineinander. Infobrief zum Jahresende 2020, Seite 5. Unsere Ziele für das nächste Jahr. Unsere Stärke zeigen. Im nächsten Jahr wollen wir mehr über tolle Frauen in unserem Netzwerk und in Nordrhein-Westfalen sprechen. Wollt ihr dabei sein? Vom Netzwerk vorgestellt werden mit euren Erlebnissen, Zielen und Ideen. Möchtet ihr anderen erzählen von eurem Aktivismus? Oder den Barrieren, denen ihr täglich begegnet, dann meldet euch bei uns. Wir sind gespannt. Vielen Dank dafür. Auf der Weihnachtskugel steht frohes neues Jahr. Im Lockdown miteinander sprechen können. Das Netzwerkbüro richtet eine leichte Telefonnummer ein. Bei dieser Telefonnummer können mehrere Frauen gleichzeitig anrufen und miteinander reden. Im Lockdown an den Tagen mit M, also an Montag und Mittwoch, zur Netzwerkzeit von 14 bis 15 Uhr. Habt ihr daran Interesse? Dann gebt uns Bescheid, dass ihr mitmachen wollt. Wie wir euch die Nummer schicken können? Mail an info@netzwerk-nrw.de. Noch einmal Info Ida Nordpol Friedrich Otto @Netzwerk Nordpol Emil Theodor Zeppelin Willi Emil Richard Kaufmann minus NRW Nordpol Richard Willi.de Dora Emil oder per Telefon an uns 0251 51 91 38. Nochmal 0251 51 91 38. Wir schicken euch die Nummer innerhalb einer Woche. Und jetzt seht ihr zwei Bilder. Es sind zwei Bilder von einer Frau, die mit langen Haaren und mit Ohrringen, einem rosa Pullover und einer hellblauen Hose ganz locker dasitzt. Sie sagt, unsere Rechte, unsere Zukunft. Zwei Bilder nebeneinander, scheinbar die gleichen. Unsere Rechte, unsere Zukunft. Unter diesem Titel wollen wir im nächsten Jahr zusammen mit der LAG Landesarbeitsgemeinschaft
Autonome Mädchenhäuser, feministische Mädchenarbeit NRW e.V., ein Diskussionspapier zu Mädchen mit Behinderung in Nordrhein-Westfalen veröffentlichen. Maja Burkhardt, die das Netzwerkbüro in diesem Jahr unterstützt hat, hat dazu ein Bild gemalt. Also, die beiden Bilder sind nicht gleich. Rechts haben wir 7 Fehler eingebaut. Findest du die Fehler? Infobrief zum Jahresende 2020. Die Rückseite. Ihr entscheidet, Weihnachtsbaum oder Wegweiser ins neue Jahr. Ein Tannenbaum liegt quer. Und er ist als Pfeil mit der Tannenspitze auf das Jahr 2021 gerichtet. Wir wünschen euch und Ihnen alles Gute für das Jahr 2021. Wir freuen uns auf unsere Treffen, persönlich oder digital, auf Gespräche, Ideen und Aktionen. Claudia, Gertrud und das Team vom Netzwerkbüro. Daneben ein kleiner Tannenbaum, der aufrecht steht. Jetzt steht auf dem Tannenbaum, der als Zeiger auf das Jahr 2021 quer liegt: Wir trauern um Menschen, die wir verloren haben, um Entscheidungen und Verluste, die wir alle im letzten Jahr durchleben mussten. Wir sind dankbar für neue Netzwerkfrauen und Kolleginnen, neue Kontakte und UnterstützerInnen, für neue Ideen, Erfahrungen und Möglichkeiten. Wir freuen uns, mit euch und mit Ihnen verbunden zu sein. Gemeinsam können wir uns stärken und die Welt verändern. Ein Foto mit dem Netzwerkbüro. Von links nach rechts: Antje Brandt, Elke Bleuel, Sisters, Dr. Monika Rosenbaum, Elena Dudis, Sisters. Davor sitzt Tanja Kolozierski. Unten im kleinen runden Foto Maren Grübnau. Alle halten den Infobrief in der Hand. Den Infobrief könnt ihr hier runterladen und als Audiodatei anhören. Daneben ein QR-Code. Illustrationen, leichte Sprache, Lebenshilfe Bremen e.V. Illustrator Stefan Albers, Atelier Flietinsel 2013. Netzwerkbüro Frauen und Mädchen mit Behinderung, chronischer Erkrankung, NRW, gefördert, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, das Wappen von Nordrhein-Westfalen, in Trägerschaft der LAG Selbsthilfe NRW, das Logo, www.netzwerk-nrw.de. Neubrückenstraße 12 bis 14 48143 Münster. Telefon 0251 5191 38. Euch allen ein gutes neues Jahr. Thank you.